Okay. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Kann ich auf die Dinger aufspringen? Ja, warum nicht? Nein! Komm schon. Scheiß Wagen. Komm, steh auf, wir müssen weiter. Der Joker wartet am Ende des Gleises auf uns. Ausweichen, dann wird das für die Zuschauer ziemlich langweilig, weil die Wagen können mir ja nicht viel. Das war's. Doch nicht. Yay, Netz. Und jetzt speichern. Und weiter. Zwipp. Was zum... Achso, nur eine Schlange. Die kann mal schön da bleiben, wo sie ist. Ich guck mal, wie ich hier weiterkomme. Ich sehe schon. Irgendwie mag hier niemand das Anlaufprinzip. Ich verstehe nicht, warum. Wieder das bitte jetzt nach dem Weg suchen und dabei zwar verzweifelt aussehen Level. Kann mir mal wer erklären, warum das hier nicht geht? Ich will aber, dass das geht. Oh, warum auch? Wäre sinnvoll. Andere Richtung, Junge. Andere Richtung. Genau da lang. Ach komm, Junge, es war gerade so lustig mit uns. Verfall nicht wieder in alte Gewohnheiten, wie zum Beispiel abstürzen und abstürzen. Okay, der Typ will noch nicht mal an der Decke haften, was gerade etwas hinderlich ist. Oder ist das prinzipiell zu knapp? Haha, nachgedacht und mitgesprungen. Hier wird am laufenden Band geschwungen. Na komm, Schlange, Schlange. Wohin trete ich hier eigentlich, wenn ich dahin trete, wo ich gerade getreten habe? Noch so ein Boxclown, diesmal mit Boxhandschuhen. Der ist unfair. Ich auch. Mist. Okay, ist hier wieder, da ist wieder einer. Hoffentlich funktioniert das diesmal genauso geil wie eben. Ja, es geht. Rüber in den Kopf. Du bist Matsch. Oh, mein Freund, der Rübsvogel. Du bist ein bisschen wie so ein Schluckspecht. Und nur so ein bisschen, aber du fühlst dich anders rum. Mein Gott. Ich hab schon nicht mehr so viele dumme Sprüche gerissen bei dem Typen. Die Woche Aufnahmepause war, glaube ich, super. Abgesehen davon, dass meine Spielerskills jetzt komplett weg sind. Okay, war ich hier unten schon mal? Weiß ich nicht. Danke für die Hilfe, Netz. Danke für die Hilfe, Netz. Hä? Okay,
es ging jetzt einfach so. Bin ich tiefer gefallen, hab's gar nicht. Nee, ich bin nicht tiefer gefallen, verdammt. Treten. Drecksack. Wahrscheinlich sind das die Clowns, die uns dann in Amazing in Spider-Man 2 die ganzen Kinder mit ihren Ballons auf den Hals gehetzt haben. Funktioniert, wäre ich nicht so dämlich gewesen. So. Jetzt wird es langsam. Ah, hier sind wir. Verstehe. Schlangi! Schlangi! Der dürfte Matsch sein. Der hat immer noch keine Tischschlange. Langsam rein ins Spiel. Immer noch die beste Idee ist. Was war das denn? Oh, Jackie! Jack! Oh, Lantern! Aua. Der hat gesessen. Hast du noch so eine Kürbisbombe für mich? Ich glaube, Netz tut ihm nichts. Kann das sein? Komm ich irgendwie näher an ihn ran? Oder nervt er mich jetzt? Hör bitte auf, dich dauernd selbst zu morden und gehe weiter. Wie gehabt. Immer merken, niemals ungeduldig werden beim Videospielen, weil sonst passiert so ein Mist. Oder so ein Mist. Cyclone. Nicht Cyclops, das ist was anderes. Das eine kann man essen. So, ich war hier jetzt Theater, das muss ich dann noch fünfmal machen. Dabei kann ich das. Wie man sieht. So, Mr. Unverwundbar Lantern. Schon? Ist nicht. Komme ich hier schon raus? Nö, ich muss den Typen erst besiegen. Na dann. Hey, Jackie! Wo bist du? Alter Banause, du! Komm! Flusenfliege! So, wie mache ich den jetzt fertig? Ich meine, ich komme nicht an ihn ran. Das ist ein Grundproblem, was ich gerade habe. Wenn mein Netz nicht funktioniert, ist das ein weiteres Problem, weil dann habe ich nur Probleme. Aber ich habe ja wie immer meine tollen Granaten, die nie für was nützlich sind. Aua. Du Sackratte, ey. Kann mir das mal wehren. Super, kann ich ihn jetzt irgendwie auch mal betäuben? Mit irgendwas bewerfen? Irgendwie? Nein? Ich kann seine eigenen Bomben zurückschießen. Oder auch nicht. Wer erkennt noch ein Muster? Ich nicht. Thank you.
hier. Warum kann ich den Digger nicht nach oben werfen? Das wäre viel sinnvoller. Willst du mir sagen, dass Spider-Man keine Sachen nach oben werfen kann, oder wie? Nein, ich wollte doch gar nicht speichern, Dreck. Ich will doch nur irgendwas anderes auswählen. Zum Beispiel das Netz. Ja, denn das ist das Coole an der Sache. Man kann sich immer wieder überlegen an einem Punkt, wo man gerade getroffen wird. Will ich mich verarschen? Kann ich schon sagen. Wieder nach unten, wenn ich gerade andingsbar bin. Aber das war's dann auch. Ah, verdammt, wie soll ich den jemals kriegen? Super. Doppelsuper. Alles nochmal. Speichern. Oder im richtigen Moment speichern. Zum Beispiel hier, wo es andauernd einem ans Dings geht. Die Gegner kommen nicht wieder. Alter! Du lässt dich jetzt nicht von dieser Scheißschlange hier wieder runterschubsen. Tritt zu! Und dann lässt dir mal was einfallen, wie du Jack besiegen willst. Diese Kugel abklatschen. Mann, guck dir meinen Gang an. So, und wieder auf der Zyklonbahn. Weiter geht's mit Verlieren. Sind ja schon ein Wunder, wenn das mal klappt. So, jetzt will ich raus hier. Ich will raus, sofort. So, Jack, komm, jetzt sind wir auf einem Level. Was machst du jetzt? Hä? 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 Na, komm. Wie so ein Zauber. Ich bin Pigeon Man. Ich habe ihn getroffen. Ich weiß nicht wie, aber ich habe ihn getroffen. Also lass raten, er kommt wieder von hier. Natürlich. Er ist wieder von da. Moment. Ich werde mal kurz die Steuerung umbauen. So, weiter geht's. Sterben wäre. Danke. So, jetzt habe ich.
Mischka! Endlich treten auf den richtigen Knopf drauf. Übung macht den Meister. Mist! Wie viel davon ich gerade gespeichert habe und wie viel nicht. Zu tief. Ich muss höher, nicht tiefer. Der Unterschied ist nämlich, man darf nicht nur normal kicken, man muss dabei eine Rolle machen, denn nur dann sind Spider-Man-Kicks auch wirksam, wenn man vorher eine Rolle gemacht hat. Sieht er die nicht kommen, wenn ich rolle. Und schon bin ich wieder machtlos gegen ihn. Komm endlich vom Himmel runter. Geht doch!